Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladrim zu einem neuen React-to-Video. Heute werde ich mal auf etwas ganz, ganz Nettes reagieren. Heute gucke ich mal auf einem Kanal ein Video. Den Kanal habe ich erst vor Tagen entdeckt. Ganz zufällig random in den Empfehlungen ist das mir begegnet. Also nicht durch irgendwen anders, durch eine Empfehlung von irgendeinem anderen YouTuber. Also komplett random ist das bei mir aufgetaucht. Ja, ich werde es mir mal angucken. Ich habe mir schon zwei, drei Videos geguckt. Ich sage noch nicht meine Meinung dazu. Die sage ich euch dann mal nach diesem Video. Ich ziehe es mir direkt mal rein. Ja. Los geht's. Das Video heißt Damals in der Kirche. Omas Kindheit. Ja, und der Kanal. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen und bestimmt auch im Thumbnail habe ich schon eingearbeitet. Der Kanal heißt Marmeladenoma. Ja, bekannt von Gronkh. Der Gronkh war so ziemlich der Erste, der das so entdeckt hat. Dann kam später noch Abelali mit dazu. Das glaube ich auch schon groß gemacht. Nun, ich werde es jetzt nicht groß machen. Ich bin nur YouTuber mit 70 Abonnenten. Sorry, ich höre oft so labern. Ich starte das Video. Ich werde einfach nur darauf reagieren. Meine Meinung dazu sagen. Los Willkommen geht's. auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Es war Sonntag. Der Großvater hatte einen dicken Hefezopf gebacken, eine weiße Tischdecke aus der Kommode geholt, den Tisch gedeckt und den Malzkaffee gekocht. Ich mag ja Geschichten vorlesen. Vielleicht auch ein bisschen zuhören. Ich mache ja selbst, könnte man mal erwähnen, ich mache ja selbst Vorleseprojekte auf meinem Kanal. Eins davon ist hier gerade verlinkt. Könnt euch gerne reinziehen. Das ich habe da auch immer einen Spaß beim Vorlesen, also. Ist mein Ding. Wir waren mal wieder beim Großvater auf dem Hof. Nun weckte er Rösle und mich. Rösle, die sonst immer kochte und allen Hausarbeiten machte, freute sich und sprang schnell aus dem Bett. Ich wollte nicht aufstehen. Ich hatte Angst vorm Kirchgang. Oh, ist das schön, hier zuzuhören. Sogar der gute Kuchen lockte mich nicht. Aber es half Nichts. nichts. Kein Bitten, kein Sagen, dass mir es nicht gut geht. Ich musste raus. Der Sonntag begann. Nach dem Frühstück wanderten wir festlich gekleidet die Dorfstraße entlang zur großen Kirche. So eine süße kleine Omi. Er darf das sagen, ist das politisch korrekt? Süße kleine. Boah. Ist der kleine. Süß. Von allen Seiten strömten die frommen Menschen herbei. Man grüßte sich, strich die Mädchen aus der Stadt freundlich über den Pagenkopf und betrat die Kirche. Ich machte meinen Knicks. Großvater tat mir Weihwasser ins Gesicht. Mir wurde immer elender. Während alle andächtig sangen, beteten, wurde ich immer blasser. Großvaterle, mir wird schlecht. Psst, Mädle, psst. Als dann der Weihrauch aus dem goldenen Gefäß quoll, ich würgte. Großvater
hielt angstvoll und entsetzt seinen schönen Sonntagshut vor mein Gesicht und ich erbrach mich in seinen schönen Hut. Ich vertrug den Duft von Weihrauch nicht. Eine mitleidige Nachbarin führte mich und den zerstörten Hut aus der Kirche und nahm mich mit nach Hause. Ich darf ich ja mal an dieser Stelle erzählen, natürlich habe ich noch nicht auf YouTube erzählt, aber ich wurde katholisch erzogen in meiner Kindheit und ich kenne das mit Kirche, Weihrauch, Weihwasser. Ja. Hören wir ihr mal weiter beim Lesen vor, sie liest so wunderschön. Es ist einfach zauberhaft. Dort legte ich mich auf die Ofenbank, die Bäuerin brachte mir Pfefferminztee und die Hauskatze kuschelte sich in meine Arme. Dort blieb ich dann bis zum Abend. Meine Schwester holte mich ab, sprach kaum ein Wort mit mir. Ich schämte mich und hatte Angst vor Großvaters Enttäuschung. Er aber nahm mich zur Abendbank mit, strich mir mit seiner rauen Arbeitshand über den Kopf und sagte, ihr Stadtmeide. Und alles war wieder gut. In die Kirche nahm er mich aber nie mehr mit. Ich glaube, dass seine Güte und seine Liebe mir sehr geholfen haben in der Zeit, die nun kam. Meine Mutter wurde immer kränker, ihr Leben immer mühsamer und wir Kleinen wurden immer trauriger. So waren die Ferientage, die wir bei ihm, dem guten Großvater, den Tieren, der Ruhe und dem guten Essen verbringen durften, eine große Freude für uns. Davon erzähle ich das nächste Mal. Ich sage euch nun Ade und auf Wiedersehen am nächsten Samstag. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik. Und Zwergenfürst, ja. Nein, noch nicht Schluss machen. Nein, ich muss noch ein bisschen was sagen dazu. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Lasst ein Abo da, abonniert Marmeladenoma. Das ist na alt, wie alt ist die? Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, da hat sie das beantwortet. Irgendwie 85 oder wie war das? Dass man mit dem Alter noch YouTube macht. Respekt. Ja, meine Oma würde ich dafür nicht bekommen. Die würde ich mir mit keinen, nicht mit 10 Elefanten würde ich die vor die Kamera kriegen. Mein Onkel Klaus, den habe ich schon vor die Kamera bekommen. Der ist auch noch nicht so alt. Der ist, wie alt ist der? Ende 40 geht er jetzt hin. Mit denen kann man noch solche Späßchen machen, aber na. Respekt, liebe Marmeladenoma, dass du dir die Zeit für YouTube nimmst und dir da mit deinem Janik da solche Sachen machst. Ein Abo hast du von mir. Sofort. Ja, dann verabschiede ich euch von diesem Reaktionsvideo. Gehabt euch wohl. Lasst ein Abo da bei mir und bei Marmeladenoma. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Schaut noch ein Video von mir an, was hier noch in der Endcard verlinkt ist. Und ein Video von der Marmeladenoma, das werde ich hier auch noch drin verlinken. Und ja, ansonsten haut rein. Ciao, ciao.